sind wir bei Atlantis Berlin. Ich bin der Sascha. Ich stelle euch eine neue Lampe vor, die wir im System haben. Eine Tauchlampe natürlich, die iTorch, für einen Preis von 449 Euro. Eine intelligente Lampe mit vielen Funktionen. Ich zeige euch erstmal, was drin ist und wie man sie zusammenbaut. Und dann zeige ich euch, was wir damit machen können. Die iTorch, eine Tauchlampe mit ca. 2400 Lumen. Mit einem Abstrahlwinkel von 110 Grad. Wir haben im Köfferchen natürlich die Lampe, schön klein. Wir haben mit dabei Bedienungsanleitung natürlich. Ich pack mal das Ding weg. Wir haben dabei ein Ladegerät. Sehr schön. Und natürlich einen Akku, brauchen wir, und das Kabel fürs Ladegerät. Sehr schön meines Erachtens nach der einzelne Akku. So könnt ihr euch einen zweiten Akku nachkaufen und habt immer ausreichend Strom für eure Tauchlampe mit dabei. Die lassen sich natürlich ganz normal aufladen. Der Akku hat eine Brenndauer von ca. einer Stunde bei 100% Auslastung. Wir haben natürlich mehrere Auslastungen, also mehrere Stufen zum Einstellen. Das zeige ich euch aber gleich noch. Ich zeige euch erstmal, wie man den Akku einbaut. Ganz normal festhalten, auseinanderschrauben. Steht da hier, gesichert mit zwei O-Ringen. Kann also auch nichts passieren. Akku einsetzen. Blanke Seite nach unten. Nach oben. Und gerade aufsetzen und wieder zusammenschrauben. Sehr einfach und klar. Schön bis zum Ende schrauben. Nur handfest anziehen, also nicht mit Wucht oder mit Masse. Zusammenschrauben. Ich zeige euch kurz die Bedienung. Wir haben eine Einknopfbedienung, also wunderbar unter Wasser zu bedienen, auch mit Handschuhen. Einmal drücken und die Lampe startet mit 100% Lichtleistung. Ein Abstrahlwinkel von ca. 110 Grad. In dieser Stufe würde die Lampe unter Wasser zwischen 50 und 60 Minuten brennen. Wir haben die Möglichkeit, die Lampe zu dimmen natürlich. Einmal drücken, 75%, nochmal drücken. 50%, nochmal drücken, 25%. Jetzt wird es spannend. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir jetzt wieder drücken, geht die Lampe nicht gleich aus, sondern wir kommen in einen Rotlichtmodus. Auch den haben wir in zwei verschiedenen Stufen, einmal 100% und einmal 50%. Also schon mal eine sehr schöne Variante. In einer Lampe zwei Lichtmöglichkeiten. Länger drücken, geht es wieder aus. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt sogar noch zwei weitere Einstellmöglichkeiten. Im Modus der Lampe, wenn sie aus ist, können wir, wenn wir länger drücken, die Lampe in einen Blaulichtmodus versetzen. Das heißt ein UV-Licht. Wunderbar, können wir auch unter Wasser mal mit einem UV-Licht arbeiten. Und die zweite Stufe in diesem Bereich, länger drücken, SOS-Modus. Wieder länger drücken, Lampe aus. Also eine sehr schöne kleine Lampe mit acht verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Normales Weißlicht, Rotlicht, UV-Licht, SOS-Modus. Und das in verschiedenen Dimmbarkeiten. Wer ein bisschen mehr lernen möchte zum Unterwasserfotografieren mit Licht oder Filmen mit Licht, kann sich gerne bei uns, hier unten kommt die Einblendung, anmelden und mehr lernen darüber. Ich danke euch. Tschüss, bis bald.